Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man die Tests löst, ja? Siehst du die Kaste da drüben? Nee, da rüber. Ah! Warum kann ich dir beim Test nicht helfen? Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Werde ich schon schaffen. So, und wohin muss das Ding jetzt? Ah, da muss... Oh, ja. Yeah. Gut gemacht. Ja. Danke. Wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast doch die... Ich weiß, wir stecken tief im Dreck und sterben wohl gleich. Aber das war's wert. Er darf nicht über die Tests reden. Das ist echt cool. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Oh. Wow, what the fuck, hol den Führerschein. So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Super toll. Also ich muss auf jeden Fall hier rüber. Hier drüben angekommen, muss ich diesen Würfel bekommen, den ich gerade nicht kriegen kann, weil... Oh, ist doch scheiße. Doch, kann ich wohl. Indem ich das hier anmache. So. Jetzt muss ich schnell das orangene Portal hier... nein! Das orangene! Egal. Ah, nochmal das Ganze. Ich bin nicht mehr ganz auf dem Damm hier. Diese ganze Rätsellöserei. Ach, cool. Ich starte hier. Gut. Orange hier hin, Würfel reinfallen lassen. Ich kann auch einfach hier stehen bleiben. Orange dahin. Dann habe ich den Würfel. Den werde ich dann... wohin muss ich denn jetzt mit dem Würfel? Was passiert denn, wenn ich hier drauf gehe? Da habe ich dann... Ja. Schlechte Idee. Sehr schlechte Idee. Ich muss mir also irgendwas anderes einfallen lassen, um darüber zu kommen. Also, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Ich könnte... auch keine Portale setzen. Weil ich hier nämlich keine Portale bauen kann. Ist ein bisschen scheiße hier gerade. Ich komme nämlich nicht mehr zurück. Ach doch, klar. So. Dann nehme ich den Würfel mit. Hier rein. Und kann dann einfach hier aussteigen. Haha. Cool. Und jetzt muss ich nur noch hier hochkommen. Den Würfel kann ich schon mal da drauf packen, aber ich selbst muss... Ach klar. So, oh, oh, oh.
Okay, nee, das war jetzt falsch. Das Ganze nochmal. Ich muss ganz genau mit dem Ding zusammenfliegen. So. Oh, nun geht's los. Wir kommen der Sache näher. Oh, wie enttäuschend. Was denn? Ich hab's doch geschafft. Ja, hoffe ich auch mal. Kein Bock als Hühnchen, sie ist sauer zu enden. Aber... Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Tu das. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäppchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Nicht schlimm. Außerdem... Ich will, dass ihr die Fassung verliert. Mach mit. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon. Mach einfach den Test. Ja, wie komme ich da rüber? Ich brauche irgendeine Lösung, um... Achso, ja klar. Ich Vollpfosten. Ich kann diesen Würfel einfach hier hinziehen. Ich ziehe ihn jetzt da oben in die Spirale rein. Dann setze ich den orangenen Knopf um hier hin. Ziehe den Würfel raus. So, das wäre geschafft. Dann muss ich das orangene Ding da hinsetzen. Das Ding hier draufsetzen. Dann lasse ich mich zurückziehen. Bestimmt kann ich da oben ein Portal reinsetzen, oder? Ich lasse mich dann zurückziehen. Erstmal bis hierhin. Dann setze ich das Portal um, damit das diesen Block da wegschiebt. Dann setze ich es hier hin. Nee. So. Und dann komme ich hier hoch. Ja, das ist nicht genug. Und tada. Da ist der Test zu einfach, aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Minimal. Man verärgert Feinde ja bekanntermaßen nicht. Aber oh, it's too late. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Nummer 5. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Ist klar. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ha. Gekonnt ist gekonnt. Wenn ich jetzt nur einen Würfel hätte. Ah klar. Orange. Da kommt der Würfel. Orange das Portal hier hin. Da habe ich meinen Würfel. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber. Er ist einfach nur wahnsinnig. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus.
weiter. Anscheinend machen hier einige Prozessorkern von ihm. Ja, entweder Prozessoren oder Energiekerne, also reden wir über Kernkraft. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Oh. Scheiße. Nochmal das Ganze. Ich habe aus Versehen einen dummen Fehler gemacht. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Ich will gar nicht da drauf gehen. So, clever gelöst. Dieses Blaue muss ich versetzen, gut. Dann setze ich mal vorher das Blaue dahin. Wo kriege ich denn den Block her? Wo ist denn hier ein Block? Ah, ich muss zuerst hier auf den Knopf drücken. Ah. Wo fällt denn der runter? Da hinten. Noch tiefer. Okay. Mist. So, geschafft. Okay. Jetzt mache ich Folgendes. Ich, so wie eben. Jetzt setze ich das Orange hier hin. Blaue dahin. Nimm die Würfel mit. Lass mich hier hochschießen. Setze das Blaue hier unten hin. Nehme den mit. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Die ungünstigsten, nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. So, ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn ich hier überall Error-Meldungen angezeigt bekomme. Tralali, tralala. Gleich haben wir es geschafft. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Also ich blick gerade nicht so ganz, was ich machen muss. Ich muss, also wenn ich da das... Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich überraschen. Da oben liegt so ein Würfel. Den brauche ich jetzt einfach mal. Wie kriege ich den? Indem ich mich hier rausschleudern lasse. Und wie lasse ich mich da rausschleudern? Naja, so zumindest nicht.